Und damit willkommen zurück zu Sidlaris. Beim letzten Mal haben wir einen Großteil unserer Flotte in einem Unfall im Upstart-System verloren. Und wir sind deshalb jetzt in einer ziemlich schwachen Position, weshalb ich die letzten Wochen, in denen ich nicht aufnehmen konnte, auch viel darüber nachgedacht habe, wie wir das Ganze hier lösen. Und ein paar von den Optionen habe ich auch vorhin, bin ich auch schon vorhin durchgegangen. Flüchtlingspolitik ist schon auf voll, weil ich damit rechne, dass wir vielleicht ein paar trojanische Flüchtlinge hier rüber bekommen. Die Sklaven können wir leider nicht kaufen. Ich vergesse oft, dass es den Sklavenmarkt jetzt gibt. Aber es gibt leider dort nur Roboter zu kaufen und wir haben offenbar keinen gültigen Zielplaneten, was auch immer das in dem Fall jetzt heißt, weil Roboter ja eigentlich überall leben können. Es könnte daran liegen, dass wir nicht die Technik haben, um eigene Roboter zu bauen und deshalb sie praktisch auch nicht warten könnten. Wir werden versuchen, Cybrex Alpha ausfindig zu machen, weil nur ein einziges Ringweltsegment schon reichen würde, um unsere Energie- und Nahrungsprobleme zu lösen. Unser Ziel bleibt es außerdem auch, Rom zu einer Ekumenopolis zu machen. Und ich habe beschlossen, dass wir unsere Forschung auf Habitate auslagern werden. Und wir auch viel mit Habitaten arbeiten werden, einfach weil wir nicht die Planeten haben. Und dadurch hätten wir nämlich auch mehr Bewohnerwachstum. Und Bewohnerwachstum ist das ein und alles. Wir können darüber auch Handelsgüter, also Konsumgüter halt auch generieren, weil wir halt Habitate speziell für Handel einrichten können. Jobverteilung optimieren kann ich leider nicht, weil ich hatte gehofft, dass wir vielleicht ein paar Büroangestellte in höhere Jobs schieben können. Aber wir haben keine höheren Jobs im Moment. Und deshalb bleibt das halt erstmal so. Ich spiele jetzt übrigens auch auf dem neuen Patch, auf dem 2.2.6 Patch. Das hat ein paar Änderungen, die für uns relevant sind. Zum Beispiel das Kriegerkultur. Das haben in erster Linie die Amazonen. Und ich überlege es auch als drittes Staatselement für uns zu nehmen. Dass Entertainer durch Duellanten ersetzt werden. Und die verwandeln dann Legierungen in Einigkeit, Dienstleistung und Flottenkapazität. Das andere ist, dass Schiffsupgrades billiger sind. Und schneller gehen, weil sie jetzt auch mehrere Schiffswerften verwenden können. Ich muss nur gerade gucken. Ich glaube, ich habe auf keiner Sternenbasis mehr als eine Schiffswerft, oder? Nein, nein. Ich habe eigentlich immer nur eine gleichzeitig. Das ist ein bisschen ungünstig. Vielleicht sollte ich daran mal was ändern. Aber gleichzeitig möchte ich nicht die Geschütze aufgeben. Ich habe zu viel Einfluss, deshalb mache ich mal diplomatische Zugeständnisse. Und wir müssen generell zusehen, dass wir uns ein paar Freunde hier machen. Ich weiß leider, weil ich es gerade schon versucht habe, dass die Amazonen gleich ein Verteidigungsabkommen mit den Wikingern abschließen werden. Das ist ein bisschen ungünstig für uns. Nicht Angriffsversprechen. Weil sie uns gegenüber unfreundlich sind. Ja, also es gefällt mir alles nicht. Das Ding ist, die Asiaten sind Pazifisten. Das heißt, sie können auch nur... Wobei, nein, ich glaube nicht. Also sie können keine uneingeschränkten Kriege benutzen, aber ich glaube, sie müssten fanatische Pazifisten sein, um keine Ansprüche außerhalb von Verteidigungskriegen stellen zu können. Das heißt, es könnte höchstens passieren, dass sie uns, ihre Ideologie uns aufzwingen wollen. Die Wikinger machen mir allerdings wesentlich mehr Sorgen, weil der Waffenstillstand mit ihnen in einem Jahr enden wird, oder in anderthalb Jahren. Danach kann alles passieren. Die Trojaner sind auf dem Weg raus. Die Mayas und das dunkle Volk sind ziemlich stark geworden. Und die Brikikiti sind auch noch hier irgendwo zwischen uns. Das heißt, das müssen wir irgendwie lösen. Die Frage ist halt, geboren in der Leere. Habitate kosten, glaube ich, 3000. Ich kann es nicht nachgucken, weil ich es nicht freigeschaltet habe. Aber ich glaube, die kosten 3000 Legierungen. Und die Legierungen brauchen wir eigentlich gerade viel dringender, um unsere Flotte wieder halbwegs auf Vordermann zu bringen. Deshalb ist halt die Frage, wo fangen wir überhaupt an? Hier sind allerdings... Technology secured. Hier. Hier haben wir Arbeitslose. Das könnte man ja mal gerade nutzen. Bergbaudistrikt. Ja, es hilft auch nicht, dass wir keine Konsumgüter haben. Pass auf, du haust jetzt mal einen Generatordistrikt. Und zwei von denen hier rein. Wir kaufen mal eben Konsumgüter, damit... Ach, ich will nicht den Sklavenmarkt. Konsumgüter... Das Ding ist, wir haben auch kaum Energiecredits.
Das wird uns nicht lange über Wasser halten, das ist das Problem. Das müssen wir jetzt erstmal so lassen. Wir bräuchten eigentlich ein Handelshabitat oder ein Forschungshabitat möglichst bald. Wie sieht's hier aus? Wir haben Klonarmeen. Befehlskette, Xenobiologie. Ich bräuchte eigentlich... Wobei Ressourcen von Jobs, das wäre vielleicht gar nicht mal... Aber das ist auch... Es dauert ewig. Nachbrenner. Standardisierte Zerstörer. Oder wir könnten Kreuzer erforschen. Ich glaube, das ist besser, wenn wir größere Kriegsschiffe hätten. Friedensangebot. Wie sie... Okay, die haben Frieden geschlossen. Troja ist ziemlich am Arsch. So, wir haben ein paar Edikte. Netzüberlastung wieder rein. Forschungsgelder wieder rein. Informationsquarantäne braucht keine Sau. Sternfestung. Genau, wir haben jetzt Sternfestungen. Was wir auch tatsächlich ausnutzen könnten. Hätten wir Legierungen. Was ist das hier? Kunstmäzen können wir uns nicht leisten. Kunst ist für reiche Menschen. Ebenbürtig. Okay, die sind gar nicht mal so weit, überlegen. Genau, was ich noch... Du kannst die Cybrex-Basis untersuchen und dann das hier untersuchen, weil du schon hier bist. Also wir benötigen Cybrex Alpha. Allein das System schon zu entdecken, würde uns, was Traditionen angeht, schon mal weiterhelfen. Außerdem gibt es da, ich weiß gar nicht, ob es bei Cybrex Alpha, ob es da exotische Rohstoffe gibt, aber ich glaube, in den anderen gibt es sie. Und eine Ringwelt in unserem Gebiet zu haben, würde auch unsere Chancen verbessern, dass wir Mega-Ingenieurwesen bekommen. Wobei wir das spätestens dann bekommen, wenn wir Meisterbaumeister bekommen. Oder? Wie heißt das in der deutschen Fassung? Wo ist das? Ich sehe es gerade nicht. Meisterhafter Erbauer. Die werden wir auch definitiv brauchen. Und ich habe festgestellt, unsere ganzen Aufstiegsvorteile sind eigentlich komplett verplant, weil wir brauchen... Also wir haben schon Führungsstärke. Wir wollen noch Arkologieprojekt. Wir wollen noch... Wo ist es? Geboren in der Leere, damit wir Habitate bauen können. Wir wollen... Ich war mir noch nicht sicher, ob ich das wirklich möchte, aber galaktische Wunder finde ich eigentlich immer ziemlich gut. In dem Zusammenhang würde es dann auch sehr viel Sinn machen, meisterhafte Erbauer zu nehmen. Einmal, weil damit Habitate und Gateways werden wir auf jeden Fall bauen, und auch die anderen Megastrukturen schneller gebaut werden können. Aber auch... Ach, ich bin gerade... Da ist meisterhafter Erbauer. Aber auch, weil es unsere Habitate größer macht. Und dann hätten wir schon mal 5 verbraucht. Weltenfahrer hätte ich gerne. Damit wir Gaia-Welten erschaffen können. Und da wir sowieso... Also was heißt mehrere Spezies? Das ist ja in dem Sinne nicht mehrere Spezies. Aber fürs Spiel halt schon. Deshalb hätte ich auch gerne halt das... den organischen Aufstiegspfad. Dafür bräuchte man auch wieder die übrigen 2. Ich habe überlegt, ob es sinnvoll wäre, nicht stattdessen... Wo ist es? Das Fleisch ist schwach zu nehmen. Ich bin zwar, also ich habe zwar tatsächlich auch ein Imperium, das ich so spielen würde, dass es nur das Fleisch ist schwach, aber nicht synthetische Evolution nimmt, dass man praktisch eine Cyborg-Spezies hat. Aber der Hauptsinn in dem Fall wäre gewesen, dass keine Roboter-Rebellion stattfinden kann. Aber dafür müsste man erstmal Roboter bauen. Und das ist es mir dann irgendwie doch nicht wert. Wir haben hier Armeen. Hier müssen wir uns erstmal keine Sorgen machen. Du kannst. Hier sind noch offene Grenzen, weil nach einem Status quo erstmal offene Grenzen sind. Das heißt, das könnte man mal mitnehmen. Gravitonensensor. Man braucht zwar keinen Mensch, aber hey. Antimaterie-Reaktoren haben wir in 13 Monaten. Wenn wir Pech haben, haben wir in der Zeit dann auch einen Krieg.
Zerstörer-Optio-Klasse. Die Frage ist halt, aber wir werden nicht rechtzeitig Kreuzer haben. Aber wir brauchen auf jeden Fall, wir brauchen bessere Sternbasen, da führt kein Weg dran vorbei. Und zwar... Construction complete. Und auch hier drüben, weil wir hier keine Flotte haben, also nicht, auch nicht in naher Zukunft. Die zweite Zenturie. Ja, verstärkende Flotte kann ich mir jetzt nicht mehr leisten. Legierungsgießerei. Wie sieht das? Oh, flüchtige Teilchen habe ich jetzt noch mehr. Ach so. Dann. Hau mal rein. Beziehungsweise dann machen wir das nicht hier, sondern hier. Special Project complete. Zarbrex-Artefakt geborgen, das ist sehr gut. So, unsere Konsumgüter sehen immer noch ziemlich schlecht aus. Du kannst hier hinfliegen. Die Zeit verläuft nicht so schnell, wie ich gehofft hätte. Also eigentlich soll der neue Patch auch wieder ein paar Performance-Upgrades gebracht haben, aber das sehe ich im Moment nicht. Aber zumindest scheint unser Defizit runterzugehen, was Konsumgüter betrifft. Ich frage mich halt gerade, wie viel geht an Konsumgütern für Entertainer raus? Eigentlich gar nicht. Nee, das kann gar nicht so viel sein. Für Forschung geht einiges raus, aber... Das hat er erforscht. Das Schiff ist noch unter... Hä? Ich hab doch gesagt, our enemy has declared war on us. Ja, toll. Die haben richtig... Das wird lustig. Das wird jetzt sowas von lustig. Und es ist kein Wissenschaftler vor Ort. Das erklärt eine Menge. Erfahrungszuwachs. Das wird schrecklich. 7000. Unsere Sternbasen haben 4000. Und die brauchen auch noch viel zu lange. Wo möchtet ihr hin? Ich habe das zum Limes-System. Ja, die zweite Flotte verstärken. Wo werden die jetzt gebaut? Tiom-Station, So-Station, Tiom. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, sie brauchen mindestens 4 Sprünge. In der Zeit schaffe ich es nicht, die Flotte darüber zu verlegen. Nee, brauchen die über ein Jahr für. Aber sie scheinen nur eine Flotte zu besitzen. Wenn ich es schaffe, die zu schlagen. So, Kriegsziel. Pass auf, wir möchten... Ich möchte keine Ansprüche erobern. Wir haben im Moment nicht wirklich Systeme hier, die wir... Oder? Wir sind in keiner Position dafür. Das ist das Problem. Wir nehmen mal Eroberung. Was kostet es mich, wenn ich Ansprüche auf diese Systeme erheben will? 240, okay. Wir können es versuchen. Aber das mache ich erst, wenn ich das Gefühl habe, dass wir auch eine Chance haben, das zu schaffen. Warum lasst ihr uns nicht einfach in Ruhe? Ja, ist ja gut. Kristalline Sensoren, genau, wir können mal schauen. Flüchtige Munition, flüchtige Sprengstoffe, flüchtige reaktive Panzerung, die ganzen Geschichten hier.
Construction complete. Huch, wo ist die Flotte hin? Das gefällt mir nicht. Warum sehe ich die Flotte nicht mehr? Sind die... Hä? Warum sollten die denn hier lang fliegen? Das ergibt gar keinen Sinn. Enemy presence exposed. Ja gut, vor der Flotte habe ich jetzt nicht die Angst. Wo ist der Rest der Flotte? Ihr seid aber auch mit niemandem sonst im Krieg. Rivalen. Ach, wir haben nicht das Problem mit Einfluss. Antimaterie-Reaktoren. Wie sieht es aus? Bergdrohnenlaser. Sensoren. 31 Monate. Ja gut, das ist ein bisschen weniger, weil wir schon was davon haben. Forschungskomplexe, Forschungsinstitut. Kolonie, Entwicklungsgeschwindigkeit ist gut, sobald wir Habitate haben. Construction complete. Enemy presence exposed. Da ist der Rest. Wo auch immer die auf einmal herkommen. Gilt der Angriffsbefehl noch? Ja. Das wird sehr, sehr eng. Enger, als mir recht ist. Szenen werden verbessert. Pass auf. Recon and Research Vessel under attack. Wir suchen noch möglichst viele. Euer Ernst, mein einziges Forschungsschiff in dem Gebiet wurde jetzt zerstört. Ja, Cybrex Alpha könnte doch sich noch eine Weile hinziehen. Genau, eine Änderung, die es auch in dem neuen Patch gibt, wenn wir jetzt die Upgrades abbrechen, werden die, die schon fertig sind, die bleiben geupgradet. Das heißt, wir können das jetzt auch teilweise machen. Pass auf, das muss noch fertig. Dann sind zumindest schon mal zwei der Zerstörer geupgradet. Oder? Hat er das jetzt gemacht? Ja, hat er. Das bringt zwar uns nicht so viel, aber... So, du kannst dich mal in das System verpissen. Spaceport under attack. Die sind immer noch auf dem Weg. Zweite Zenturie, was kostet das? Wir können zwei Zerstörer bauen. Dann tut das mal eben. Das Problem ist, wir könnten auch jetzt gar keinen, oder? Nee, wir könnten, glaube ich, jetzt gar kein Verteidigungsabkommen schließen, selbst wenn, weil wir uns im Frieden befinden müssen. Selbst wenn die uns ausreichend mögen würden. Außerdem haben die Amazonen, haben die es jetzt eigentlich gemacht? Kriegsgrund auf Mayas Anspruch, aber ansonsten sehe ich hier gerade doch. Defensivabkommen mit Wikinger und Ägypter. Okay, das mit den, sich mit den Amazonen anfreunden, war wohl nichts. So, das wird jetzt sowas von eng. Ich meine, wir haben den Heimvorteil, aber wie viel das bringen wird, ist die Frage. Störsender, Störfeldgenerator. Construction complete. Meine Flotte wird ziemlich dezimiert. Unnachgiebig. Das Problem ist, dass meine Sternbasis das nicht packt.
Die Flotte wird zwar gut dezimiert, aber... Nein, das klappt nicht. Und tschüss. Aber... Wir sind von der Kriegsermüdung schon ziemlich gut dabei. So, ihr erholt euch. Die Frage ist, wie geht es weiter? Was machen die jetzt? Monkadir, Sablisur. Ihre Flottenstärke ist unserer ebenbürtig. Je nachdem, was die jetzt machen, ist vielleicht noch nicht alles verloren. Im Moment machen sie nichts. Sie haben auch keinen Anführer mehr. Ist der jetzt gestorben oder haben die den einfach woanders hin beordert? Wir brauchen wieder neue Konsumgüter. Aber die sind gerade zum Glück spottbillig. Was mir Sorge macht. Obwohl, nein, die haben das. Ah, ich sehe, was sie tun. Ich sehe, was sie tun. Die bombardieren gerade den Planeten. Und deshalb machen sie nichts anderes. Aber das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, weil wir dadurch Zeit gewinnen. So, hier werden nochmal ein paar neue Schiffe gebaut. Construction complete. Enemy presence exposed. Genau, und deshalb gehört. Also, ich glaube, die haben Ansprüche auf das System, oder? Wo kann ich das sehen? Ansprüche. Monkadir. Nein, darauf. Da kann ich es nicht sehen. Monkadir, Sablisur. Ansprüche stellen. Ich kann aber nicht sehen, welche Ansprüche die auf mich haben. Wenn ich kapituliere, verliere ich halt irgendwie 18 Systeme. Also wird das hier auch dabei sein. Aber sie können es nicht, sie haben es nicht unter, vollständig unter Kontrolle. Wir müssen es irgendwie schaffen, diesen Krieg zu beenden, sonst halten wir es nicht lange durch. Construction complete. Okay, hier mache ich mir noch nicht so die Sorgen. Asviri, wo ist Asviri? Hier ist leider offen, das ist das Problem. Aber ich glaube selbst... Oder? Hier ist auch ein Wurmloch, das ist auch nicht so unbedingt hilfreich, aber die wollen nicht dahin. Savage Hordes touching down. Alles klar. Monkadir, Colony claimed by the enemy. Ja. Keiner der beiden Kriegsparteien besetzt derzeit ein beanspruchtes Gebiet. Was? Aber das System gehört jetzt komplett eures. Ist das... Heißt das jetzt, dass die ein System angreifen, das sie gar nicht mal haben wollen? Anführeralternativen. Unterhalt. Ja, nimm mal das. Das geht schnell. Enemy presence exposed. Wo fliegen die hin? Ablapus. 4,5, 4,3. Wir können versuchen, das hier zurückzuerobern. Technology secure. Aber das wird die kombinierte Stärke beider Flotten erfordern und es wird teuer. Enemy presence exposed.
Aber vielleicht können wir sie damit... Wir warten. Ihr fliegt zum Rand des Systems. Und du fliegst mal dahin. Hoffentlich funktioniert das. Wir müssen warten, bis die hier möglichst nah dabei sind, hier in das System einzutreten. Genau. Und stopp. Jetzt geben wir denen den Marschbefehl. Mit etwas Glück springen die jetzt... Wobei, warte. Nein, wir machen noch nicht. Stopp. Ich möchte, dass sie die Station schon angreifen. Oder... Ach scheiße, ist eigentlich egal. Meine Idee ist, dass sie es vielleicht schaffen, dass sie den Angriff abbrechen. Was haben wir hier? Das ist ja wohl ein Witz. Construction complete. 5, euer Ernst? Auf einmal habt ihr 5,6? Construction complete. Das klappt nicht, oder? Toll, der macht alles außer die Sternbasis anzugreifen. Das hat er jetzt auch übernommen. Das System können wir aber nicht verlieren. Scheiße. Legierungen. Sind Legierungen irgendwie günstig zu haben? Nein, natürlich nicht. Legierungen sind nie billig zu haben. Wir brauchen neue Kriegsschiffe, es geht nicht anders. Können wir mit den Amazonen handeln? Wir brauchen Legionen. Natürlich nicht. Natürlich nicht, warum sollten sie auch? Nein, die haben auch kaum welche, wie kann das sein? Nein, ich möchte keine Ansprüche stellen, ich möchte ein Handelsabkommen anbieten. Legierungen. Warum habt ihr alle so wenig Legierungen? Disruptoren, Plasmabeschleuniger. Ja, bitte. Und... Wir haben vielleicht... Können wir was upgraden? Von unseren Schiffen. Vielleicht kann das was ändern. Aber so weit laufen die auf dem Besten, was wir haben. Wir können den Reaktorverstärker rausnehmen. Bringt uns aber auch nicht viel. Enemy presence exposed. Also irgendwie machen wir uns besser, was Kriegsmüdigkeit angeht, aber... Monkadir, Sablisur. Ebenbürtig. Das Problem sind wirklich die Sternenbasen. Die Angriffsflotte hat sich schon größtenteils selber dezimiert. Hier kommen sie nicht durch. Construction complete. Kriegsziele durchsetzen, aber dafür sind wir in keiner Position. Technology. Asviri, wo ist Asviri? Da drüben. Also warte, nein, du musst erstmal reparieren. Enemy presence exposed.
Das System ist relativ egal. Enemy presence exposed. Sie kontrollieren jetzt drei Systeme von uns. Das wird Nummer 4, oder? Das könnte eng werden. Aber ich würde mal vermuten, ja. Construction complete. Oh. Wir sind hier in einem Neutronenstern. Heißt, oder? Bin ich jetzt hier richtig? Keine Schilde. Ja. Und ihre Panzerung ist beschädigt. Das heißt, wir haben hier vielleicht einen Vorteil. Nachbrenner. Bringt uns ja unglaublich viel. Aber wir nehmen es mal mit. Ihr kommt hier bald an. Oh, wow. Die haben es nicht geschafft, das System zu übernehmen.